müssten wir wieder ganz gut auf Kurs sein. Oh ja, ein bisschen noch. So, ich. Mal gucken. So. Wo sieht's denn aus? Wir kommen relativ exakt aufs Ziel runter. Ich lasse jetzt nur ein bisschen das Triebwerk laufen, um schon mal Geschwindigkeit rauszunehmen, solange wir noch keinen Stress haben. So, und dann müssen wir noch gucken, wo wir uns platzieren, sobald wir das Ganze in Sichtreichweite haben. Und Straunsbob, vielen lieben Dank für dein Abo und ganz viel Spaß beim Zugucken. Ja, fast gut auf die Landung getimed. Mal gucken, ob der Adler wirklich gleich sauber landet oder ob es hier ein ganz großes Desaster gibt. Aber eigentlich, es hat beim letzten Mal funktioniert. Ich wüsste nicht, warum es diesmal nicht funktionieren sollte. So. Wo stehen wir? Wir stehen relativ gut auf. Ich falle auf die Basis drauf. Ich glaube, wir müssen gleich ein bisschen bremsen noch, aber... Kommt Zeit, kommt Rad. Okay. So, ich denke mal, das wird jetzt so langsam der finale Anflug. Jetzt lädt gerade die Basis. Sehr schön. Okay, Basis ist sauber geladen. Na, ich komme fast ein bisschen. Bisschen schnell rein gerade. Also wir sind ein bisschen drüber. So, wir fliegen jetzt erstmal wieder in Richtung der Basis zurück. Und ich halte mich relativ neutral. Einfach nur, um die Sinkgeschwindigkeit zu kontrollieren. So, mal gucken. Fünf Meter sinken wir. Das sieht alles gar nicht so übel aus. So, dann können wir uns schon mal überlegen, wo wir das platzieren. Ich würde tendenziell sagen... Neben den Gewächshäusern, hätte ich jetzt so aus dem Bauch raus gesagt. Müssen wir mal gucken. So, dann wird das unser Ziel. Setzen wir aber erstmal einmal kurz ab und orientieren uns neu. Ach, das ist der Sky Crane, der andere. Jetzt ergibt alles einen Sinn.
Oh, jetzt ruckelt es gerade ganz schön. So. Gut, da ist außen. Nee, ich würde gerne so rumdrehen. Düt, 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 düt. So, ich drehe jetzt gerade mal kurz die Base in die richtige Position. Obwohl, das können wir im Flug wahrscheinlich schöner machen. Oh oh, oh oh, oh. So. Nee, so rum ist es. Oh, das ist gerade nicht so schön zu fliegen irgendwie. Irgendwie, dieses über die Seite rollen gefällt mir gerade nicht. Wie geht? Oh, und es leckt so fürchterlich, Freunde. Ihr glaubt gar nicht, wie fürchterlich es gerade leckt. Doch, ihr seht's ja. Oh mein Gott. Leckt das. So. Irgendwie ergibt die Steuerung gerade nicht so viel Sinn. Kurz bremsen, um das hier nicht zu versauen. Okay, ich drehe das jetzt tatsächlich mal so rum, weil so flog sich das deutlich angenehmer. Ich brauche mehr WLAN-Kabel, ja. Oh. Ich glaube, ich muss halt mal ein paar Sachen jetzt gleich demontieren. Dann wird es auch wieder ein bisschen übersichtlicher mit den Parts, weil das Zeug hier wird natürlich auch alles geladen. Macht es auch nicht einfacher. Jetzt nutzen wir aber erstmal die brachiale Gewalt unseres Reaction Wheels, um das Ding hier in die richtige Richtung zu zwirbeln. So. Falsche Richtung. Ach, warum kippt der so am Anfang? Unglaublich. Das Kippen nervt mich ein bisschen. So. Hör auf zu kippen. So, und jetzt müssen wir eigentlich nur noch gucken, dass wir gemütlich ranschweben. Ne, falsch rum. Tranquility Base here. The Eagle has landed. So, Jengsan, vielen lieben Dank für dein Abo. Ist gerade ein schlechter Zeitpunkt, um das zu kommentieren. Aber ich freue mich trotzdem. Auch wenn ich vielleicht angestrengt wirke. Das hat aber nichts mit dir und deinem Abo zu tun. Sondern mit dem, was ich hier gerade zusammenfliege. So. Jetzt müssen wir gleich mal gucken, dass wir das hier sauber hinlanden. Aber noch nicht. Noch nicht. Komm schon darüber. Komm. So. Ich glaube, das wird jetzt ganz gut. Bloß nicht zu schnell landen. Und aus. Und steht. Jetzt könnte man natürlich noch kritisch sein und sagen, wir könnten noch so ein bisschen darüber wanken. Ne, darüber. So, jetzt schweben wir hier noch ein bisschen in die Lücke rein.
Wir haben es ja mit Delta V und so. Schön vorsichtig. Schön vorsichtig. Nicht zu viel Schub. Aber auch nicht zu wenig. Wir wollen noch nicht landen. Wir wollen noch ein bisschen driften. Schön driften. Driften. So, und ich glaube, hier stellen wir es jetzt ab. Das sieht vielversprechend aus. Ja. Sehr schön. So kann man das doch machen, würde ich sagen. Jetzt drehen wir das Ganze noch ein bisschen zu seinem Kumpel hin, dass wir da gleich Flexo-Tubes sauber dazwischen bekommen. So, das doch mal. Das ist doch mal eine Stelle, mit der man arbeiten kann. Und dann muss ich gleich noch den Skycrane landen. Und dann ist gut. So. Zack. Jut. Ja, Tefa kommt gleich. Ich will nur schnell den Skycrane zwischenlagern. Muss man so zu nennen. Was habe ich denn jetzt gestaged? Pop. Pop. Skycrane ist angekommen. So. Jetzt habe ich hier natürlich gerade keine Kontrolle, glaube ich, um irgendwas zu ankern. Nee. Aber wir können jetzt arbeiten. Und dafür brauchen wir mal einen Ingenieur. Der wohnt aber, glaube ich, gerade hier drüben drin. Wo ist er? Wo ist unser lieber Ingenieur? Da ist er. Der Luca. Achso, ja, den muss ich jetzt erstmal wieder transferieren. Transfer Crew. Luca. Ins Häusgenei. Danke. So, jetzt wird gebaut. Jetzt können wir hier endlich mal richtig Vollgas geben. Hoffe ich. So, wir brauchen einmal dein Hämmerchen. Ah. Jetzt holst du hier drüben. Lalala. Es nimmt doch langsam Form an. Es sieht doch fast aus wie eine Basis, würde ich sagen. Enix, vielen lieben Dank. Und dann möchte ich nochmal lobend erwähnen, beim Yengsan waren es jetzt schon 3 Monate. Beim Enix ist es sogar schon der 4. Monat. Vielen lieben Dank. Freut mich, dass ich euch so lange davon über euch überzeugen konnte, mir euer Geld hinterher zu schmeißen. Das nehme ich mal als Kompliment. Ich hoffe, ihr seht das auch so. Und niemand hat euch gezwungen. So, jetzt haben wir auch ein Werkzeug. Jetzt können wir uns lustige Tubes bauen. So, mal gucken, ob wir das alles so hinbekommen. Ich glaube, er hat ein Problem, lauftechnisch. Ja, leg mal da hin, danke. So. Too far. Sehr schön. Dann können wir hier nämlich den ganzen Kram schon mal anbauen. Leider hat ja niemand erwähnt, dass man Twitch mit Prime verbinden kann. Doch, ich glaube, Twitch hat das ziemlich offensiv erwähnt. Man nennt es quasi eine Werbekampagne. Das haben die, glaube ich, doch recht publikumswirksam gemacht, wenn sogar ich das mitbekomme. Doch, ich glaube, sie haben es erwähnt. 1 bis 5 Millionen Mal an allen Möglichkeiten, die sie gefunden haben. So. Zack.
Zack, 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 zack. So, dann bauen wir doch mal ein Schläuchchen an. Was ist los mit dir, Luca? Warum kannst du nicht mehr laufen? Guckt euch mal Luca an. Luca hat einen neuen Tanz erlernt. Schwupp, schwupp, schwupp. Aber auf der Twitch-Startseite war das ziemlich deutlich beworben, mal, glaube ich. Mir war zumindest so. Als hätten sie da Werbung für gemacht. Aber ist ja auch egal. Auf jeden Fall kann man Prime und Twitch miteinander verbinden. Weil Twitch ja zu Amazonien gehört seit einer Weile. So. Zack. Tja, jetzt natürlich eine gute Frage. Ich weiß nicht, wie rum es jetzt richtig ist. So schon mal nicht. Kann man das irgendwie erkennen? Dann müsste es ja so ungefähr sein. Mo. Warum nicht? Ah, da ging es irgendwo. Ah, diese Seite zum Schiff. Also wohl nicht so rum. Das kann man aber auch schlecht erkennen. Nee, erstmal müssen wir es wohl abbauen. Was bringt es, wenn man Twitch mit Amazon Prime verbindet? Dann kann man erstmal prinzipiell werbefrei gucken. Dann ist man nämlich Twitch Prime-Kunde und kann jeden Monat ein Abo vergeben, Schrägstrich verschenken. So, ich habe keine Ahnung, ob das jetzt richtig rum ist. Yes. Okay. Genau. Ich glaube, ich lasse das einfach so, weil sieht man eh nicht mehr, wenn sie miteinander verbunden sind, die Dinge. Genau. Also man kann so ein paar Twitch-Vorteile genießen, die sonst böses Geld kosten. Zum Beispiel ein Abo bei eurem Lieblingsstreamer dalassen, wovon ich jetzt mal ganz klar hoffe, dass die Antwort also bei mir ist. Einmal im Monat. Und ja, ansonsten, wie gesagt, Werbefreiheit finde ich ist ein ganz. Also ich benutze selber auch Twitch Prime. Und ich bin da recht angetan von, dass ich mir nicht vor jedem Spiel, was ich mir irgendwie angucke, erstmal Werbung reinziehen muss. Von der Streamer eh nichts hat. Tada! So, und jetzt können wir hier eine Verbindung schaffen. Link. Kirby Trail, Kirby Trail. Es ist ein Kirby Trail. So. Punk. Haha! Wir haben eine Verbindung geschaffen. Haha! Das linke wollten wir zuerst machen. Deploy. Und Toggle Ground Tether. Oh nein! Erschlag mich bitte nicht. Attached. So, jetzt ist es auch geground-tiefert. Sehr schön. Und Luca hat immer noch ein bisschen Probleme, aber hey. Er wuselt sich so durch, würde ich sagen. So, und hier hatten wir doch schon eine Kirby Troop dran. Das heißt, dann brauche ich jetzt nur noch eine für das Ding. Dann können wir die Hauptbasis auch schon mal anbauen. Sehr gut. Sehr gut. Es nimmt Form an. Ja, es sieht besser aus als ein Ressourcenkabel. So. Ihr seid auch nur am Meckern. Nur am Meckern. So. Zack. So. Jetzt noch ein paar kleine Schritte und dann
haben wir eine verbundene Basis, so wie das eigentlich mal geplant war. So. Zack. Achso, es ist einfach noch zu weit, da ist klar. Warum will er das denn jetzt nicht attachen? Das wäre sehr traurig, fände ich. Doch, will er. Sehr schön. Puh. Dann ziehen wir unser Röhrchen da noch rüber. Tranquility Base here. The Eagle has landed. Und Devil to Get, vielen lieben Dank für dein Abo und natürlich auch weiterhin ganz viel Spaß beim Zugucken. So, und wir setzen jetzt mal hier den letzten Link. A Link from the Future, um es mal so zu nennen. Das sieht doch schon fast aus wie eine richtig professionelle Basis. Gut, und jetzt können wir mal noch so einen Ingenieur hier reinsetzen wieder. Genau, da hat jemand Twitch Prime entdeckt. Tranquility Base here. The Eagle has landed. Danke, FreedomNet. Du hast wohl auch Twitch Prime entdeckt und auch dir natürlich weiterhin ganz viel Spaß beim Zugucken. So, jetzt muss ich mal noch überlegen, wo packe ich denn das Teil? Doch, ich habe eine Idee, wo ich das reinpacke, damit das nicht schlecht wird. Noch brauchen wir es ja nicht. So. Zack. Nennt man den Tanzstil nicht Shuffle? Das weiß ich nicht, da bin ich zu alt für. Aber wenn ihr sagt, dass das Shuffle heißt, dann glaube ich euch das gerne. Auf jeden Fall hat Luca heute spezielle Laune, nenne ich es mal. Manchmal läuft er, manchmal halt auch nicht. Manchmal zappelt er nur so ein bisschen den Weg entlang. So, und Jens Reinhold, vielen lieben Dank für dein Follow. Willkommen bei den Kononauten und auch dir ganz viel Spaß beim Zugucken. Na, das könnte noch was werden heute mit dem Follower-Ziel von 10. Könnte noch klappen. So, ich packe das hier in die Mitte erstmal rein. Da war nämlich, glaube ich, noch Platz drin. Und dann kümmern wir uns mal um den Zerlegekram. Und natürlich um die Spritproduktion. Deshalb machen wir den ganzen Firlefanz hier. Das ist ja alles nicht für Spaß. Wie der liebe Herr Dr. Harald Leschner immer zu sagen pflegt. Ne? Alles nicht für Spaß. Ach, komm schon, du hattest doch ein Inventory. Jawohl. Ach so, ich komme aber ganz schlecht ran. Lass es uns doch mal ganz nah ranlegen. So. Jetzt versuche ich mich hier irgendwie zwischen zu zappeln. Oh, das war, glaube ich, keine schlaue Idee. Aber gut, ich kann ans Inventory ran. So. Zack. Jetzt muss ich da nur noch rauskommen, ohne mich zu töten. Ja, okay. Ah, warum habe ich gefühlte 2 FPS? Weil viele Parts nicht besonders gut sind für KSP. Das ist tatsächlich nicht so sein Optimum-Anwendungsfall. So, wir haben ja jetzt ein bisschen was verbraucht von dem Zeug. Ich guck da mal kurz rein. Also, wir müssten jetzt nämlich in der Theorie hier fast keine Metrics mehr haben. Genau, sehr schön. Wir können 12.500 speichern. Wir haben noch 2.000. So, und ich kann hier Starthab kommen. Und damit sind wir übrigens mittlerweile für euch alle, die ihr hier wohnt. Ah, guck mal, Winter ist sogar schon auf Indefinite. Also ich fühle mich hier so wohl, ich könnte hier bleiben. Ich muss dann aber irgendwann wieder nach Hause. Ich muss ja, habe hier ein Raumfahrtprogramm zu leiten. Also wir haben jetzt 3 Jahre, 220 Tage Homesickness und 3 Jahre, 251 Tage für Habitation. Und wir sind noch nicht fertig mit der Nummer. Wir sind noch nicht fertig mit der Nummer. So, was ich jetzt nämlich mal anfangen würde, ist Teile zu zerlegen. Ich wollte jetzt nur erstmal gucken, ob das hier soweit frei ist. Achso, und was wir noch starten könnten. So, das wäre jetzt hier zack. Automated on. So.
Und das Ding hier. Start ISRU Liquid Fuel Oxygen. Jo. So. Theoretisch müsste, ja. Oxidizer natürlich. Liquid Fuel und Oxidizer beginnen zu produzieren. Das heißt, der erste Schritt ist geschafft. Unsere Minmus-Basis beginnt hiermit offiziell Treibstoff zu produzieren. Und wir können dann auch mal den Treibstofftank wahrscheinlich deployen. Guck mal, es sieht langsam wie eine richtige Basis aus. Voll basismäßig. Haha. So. Und jetzt kann er hier anfangen, den anderen Kram zu zerlegen, weil dafür kriegen wir wieder Material Kits und wenn wir genug Material Kits aus dem ganzen Zeug zusammenbekommen, dann müsste das theoretisch reichen, um das nächste Teil noch auszufahren. Mal gucken, wie viel wir zusammenkriegen. Ich fange jetzt erstmal mit so Außenteilen an, weil theoretisch müsste er mir dann sagen, you can only scrap parts without child parts. Okay, zack. Okay, cool. Das, er hat nicht gesagt, dass die lost sind. Das sagt er nämlich sonst. Disassemble. Dum, 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 dum. Cool, cool. Das ist jetzt natürlich ein bisschen Aufwand. Hoho. Hoho. Destroy all the Sky Crane. Genau, das wäre auch meine Hoffnung, dass wir natürlich den Part-Count in der Basis, wenn ich jetzt die zwei Skycranes zerlege und da hinten liegt noch ein Treibstofftank rum, wenn wir das los sind. Also zum einen gibt es Material Kits und zum anderen wird es hoffentlich wieder ein bisschen schneller. Ja, ja, okay, da kleben noch Sachen dran. Ich habe es ja verstanden. Zwuff. Alles schön zerlegen. Gibt alles Material Kits. Wird alles hoffentlich auch gespeichert. Steht zumindest nicht da, dass sie verloren wären. Damit gehe ich davon aus, dass sie gespeichert sind. Jo, ist jetzt ein bisschen einmal Fummelarbeit, aber es geht ja relativ schnell. Wenn du diese Staubwolken nicht jedes Mal wären. Oh oh. Skycrane fällt! Und Bruno, dir natürlich auch ganz, ganz viel lieben Dank für dein Abo und dir auch weiterhin viel Spaß beim Zugucken. So, jetzt kommt hier noch die Antenne weg und der kommt weg und dann kann das da weg. Ne, irgendwas noch drauf. Ach, das Solarpanel. Oh, Solarpaneele sind aber eigentlich zu schade, um sie zu disassemblen. Schub. Kann man das da temporär mal ranbauen? Ne. Verdammt. Bleibst du ganz, wenn ich dich da hinstelle? Ah, super. Okay. Warte kurz. Ich baue dich wieder an. Solarpaneele schmeißen wir nicht weg. Die sind... Ja, ich weiß nicht, ob das ausgeklappte Ding... Ich probiere es mal, aber das kann ich mir eigentlich fast nicht vorstellen. Okay, wir stecken es ein. Okay. Was nicht alles geht. Danke für den Tipp. Zack. Oh, es hängt da noch dran. Ach Gottchen. Echt jetzt sogar noch die Fuel Ducts? Disassemble. Disassemble. Ach, guck mal, was das an Material Kits gibt, ey. Disassemble. Und weg ist der erste Skycrane. So, jetzt gucken wir mal kurz, wie viel uns das mittlerweile gebracht hat. Ja, guck mal, 5430 Machinery haben wir schon mal wieder von... Warum kann ich jetzt nur noch 7000 ein bisschen speichern? Das glaube ich denn der Machinery, ich gucke auch falsch. 3232 Material Kits haben wir schon mal wieder von 12500. Das heißt, wir werden nochmal 6000, nee, doch, oder? Nee, ich habe noch 2000 übrig. Das heißt, wir haben 1200 reingekriegt. Okay,
Das heißt, wir können nochmal 1200 aus dem anderen Skycrane rauskratzen, aber das ist auf jeden Fall ist, wert, den Scheiß nicht wegzuschmeißen. Genau, 1200 um und bei. Und da der Skycrane hier konstruktionsgleich ist, gehe ich im Moment davon aus, dass der auch die gleiche Anzahl an Material Kits geben wird.